Bunt, bunter Regenbogenparade. Zum 23. Mal ist heute Nachmittag am Ring andersrum protestiert worden gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen. Mit 200.000 Teilnehmern waren laut Veranstaltern so viele dabei wie noch nie. Warum Wien überhaupt immer beliebter bei dieser Community wird, zeigt Ihnen jetzt Gabi Hassler. Sie startet pünktlich wie die Uhr, aber gegen den Uhrzeigersinn. Um 14 Uhr setzen sich die Trucks der Regenbogenparade gegen die Fahrtrichtung fröhlich und lautstark in Bewegung. Schon den ganzen Vormittag hindurch versammeln sich Mitglieder der Gay-Community und viele ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer in der Pride City am Rathausplatz in farbenfroher Adjustierung. Offenheit für alles, egal welches Geschlecht, wir machen keine Abstriche, bei uns ist ja jeder herzlich willkommen. Ich bin im weitesten Sinne hetero, aber es ist mir einfach ein persönliches Anliegen, dass die rechtliche Gleichstellung erfolgt. Wir sind voriges Jahr schon hergekommen und jetzt haben wir uns schon ein Jahr lang darauf gefreut, dass wir da nochmal herkommen und jetzt sind wir da. Wien gilt als begehrtes Reiseziel für homo- und transsexuelle Touristen. Die Community kommt eigentlich aus der ganzen Welt. Was wir jetzt verstärkt sehen, ist, dass auch Slowenien, Ungarn, Kroaten und so, dass die Community auch aus dem Ostblock raufkommen, aus dem ehemaligen Ostblock. Diese Regenbogenparade scheint eine wirklich große Sache zu sein. Und hier in Wien wird Homosexualität einfach akzeptiert. Wien ist eine sehr tolerante Stadt und hat einen guten Vibe. Es erinnert mich an meine Heimatstadt Vancouver. Da gibt es eine eigene Straße, die der LGBT-Community gewidmet ist. Wir sind selber aus der Szene und bei uns in Linz gibt es wirklich nicht gar nichts und auch lokal. Und am 30. ist zwar in Linz die Parade, eine Mini-Parade. Als Mini-Parade kann man das hier wohl kaum bezeichnen. Auch wenn es vielleicht nicht so ausschaut, aber ich bin eigentlich heterosexuell. Ich bin eigentlich da, weil mein bester Freund da ist und der ist homosexuell und ich bin eigentlich für ihn da. Und als dann noch völlig unvermutet Conchita bereits am Nachmittag für ihren abendlichen Auftritt probt, ist die Begeisterung natürlich groß. Die Polizei spricht übrigens von 100.000 bis 120.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da heute dabei waren.